Willkommen bei die Schatzmeisterin Podcast, der ultimativen Quelle für Inspiration, Motivation und für dein persönliches Wachstum. Und heute gehen wir mal wieder auf eine Reise, in der wir hoffentlich alle einen wertvollen Schatz in uns bergen oder einen Schatz aus diesem Gespräch. Und ich bin auch wirklich ganz, ganz begeistert und happy, dass ich heute hier einen ganz besonderen Gast begrüßen darf. Und zwar ist es Rüdiger Dahlke. Und ich würde sagen, wir tauchen auch schon gleich ein in dieses inspirierende Gespräch. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, Rüdiger. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Ren, und bezüglich aller Zuhörerinnen und Zuschauer. Ich freue mich wirklich sehr, dass das heute geklappt hat, Rüdiger. Ich glaube, wer sich mit Ganzheitlichkeit, mit einem bewussten Leben, mit Gesundheit, mit Ernährung und so weiter beschäftigt, der kommt an dir einfach nicht mehr vorbei und man soll auch nicht an dir vorbeikommen. Also wirklich sehr, sehr bereichernd, all deine Bücher und all die Inhalte, die du so teilst mit uns. Nur für den Fall, also natürlich, ich bin davon überzeugt, dass meine Zuhörerschaft, all die Zuseher, dass die dich bestimmt kennen und auch schon selbst vielleicht sogar erlebt haben auf gewissen Veranstaltungen. Stell dich doch mal vor, also im Sinne von, was sind denn so deine Themen? Also gib uns doch mal einen kleinen Rundumblick. Und was mich auch interessieren würde, ist deine Weiterentwicklung. Also der du ja heute so, ich sag mal, der du heute bist, deine Inhalte, war das schon immer so und hat sich einfach gesteigert, weiterentwickelt? Oder wie kommt's zu all den Themen, die du so behandelst? Also ja, ich bin jetzt 44 Jahre Arzt und in den 44 Jahren hat sich vieles entwickelt. Also ich meine, diese 84 Bücher habe ich ja natürlich auch nicht gerade gestern geschrieben, sondern die sind so über die Zeit entstanden. Beginnend mit bewusst Fasten, das war noch 79, glaube ich, das 79. Und ja, der wesentliche Punkt ist sicherlich die Psychosomatik auch, von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol heute. Und das ist natürlich, da sieht man das schon an der Dicke, das habe ich angefangen. Jetzt ist das 32. Auflage, das hatte mal 500 Seiten. Und jetzt nach der letzten Überarbeitung, die war erst vor kurzem, hat es dann 1000 Seiten gehabt, sieht man schon, es hat sich verdoppelt. Gut, sie haben es jetzt ein bisschen kleiner gedruckt, weil das Papier zu teuer sei. Jetzt ist es wieder auf 860 Seiten, egal. Also, das sieht man so, da hat sich viel getan. Da ist viel dazugekommen, einfach. Es sind ja viele neue Krankheitsbilder auch entstanden, auch einige erfunden worden, ehrlich gesagt. Mhm. Trotzdem muss man die dann auch bearbeiten. Also so Beispiel für erfundene Krankheitsbilder, Binge-Eating-Syndrom. Mhm. Wenn du dreimal in der Woche über den Hunger isst, dann hast du heute ein Binge-Eating-Syndrom in diesem Psychiatrie-Katalog. Mhm. Und früher hat man einfach gesagt, reiß dich zusammen, du Fressack. Heute hast du Binge-Eating-Syndrom und Anspruch nicht nur auf eine Diagnose, sondern dann natürlich auch auf eine Therapie und so weiter. Also im Patienten ist es auch ganz recht, so ein etwas geschwollenes englisches oder lateinisches Wort als Diagnose zu haben. Früher sagte man Fresskotzsucht, jetzt ist es die Bulimie, wenn man denkt, Lady Diana hatte das. Also ist schon natürlich ein großer Fortschritt in der Renaming-Prozess sozusagen. Also hat sich vieles getan, vieles verändert. Anderer Schwerpunkt ist so die Ernährung, der Gegenpol Fasten. Also Peace Food ist auch so erstmal eine Welle und jetzt ein Lebensstil geworden. Gibt es auch eine ganze Reihe Bücher in dem Bereich. Wichtiger als Peace Food ist mir Mind Food, also geistige Ernährung. Nahrung ist viel wichtiger als körperliche, glaube ich. Obwohl ich sehr zu Peace Food stehe. Wirklich ein Buch, was vieles verändert hat. Also bezüglich des Hungers auf der Welt, umso mehr Menschen pflanzlich essen, umso weniger müssen in den ärmsten Ländern die hungern, weil wir ja ständig deren Kohlenhydrate sozusagen, was deren Nahrung wäre, als Futter für die Tiere in unseren Massentierzuchthäusern zweckentfremden, dabei 90% der Kalorien vernichten, ohne zu erröten, bei den meisten. Also diesbezüglich haben wir eine ziemliche Entwicklung hinter uns, die habe ich schon auch mitgemacht. Und spannend waren die letzten 3 Jahre, weil natürlich da Dinge geschehen, passiert sind, die ich gar nicht für möglich gehalten hätte, ehrlich gesagt, die auch meine Haltung nochmal verändert haben.
also ich sage mal, noch mal kritischer geworden. Ich habe immer sehr eine Neigung zur Mutter Natur gehabt und eine ziemliche Distanz zu Vater Staat. Das hat sich jetzt zu einer dramatischen Kluft entwickelt, muss ich sagen. Ich würde jedem raten, halte dich so weit fern von Vater Staat wie irgend möglich, trau da niemanden und lehne dich so gut du kannst an Mutter Natur an. Dann bist du, was Medizin angeht und die Seele, die Psychologie, bist du im sicheren Bereich unterwegs. Ich habe jetzt wirklich in den letzten 3 Jahren in Österreich lebend, aber ursprünglich Deutscher, doch irgendwie da fast jegliches Vertrauen in die Obrigkeiten. Also kritisch hinterfragt und es blieb nicht viel übrig, muss ich ehrlicherweise sagen. Das hat auch einiges verändert. Dadurch, so sind auch Bücher entstanden wie Mindfood, weil ich dann einfach gemerkt habe, hoppla, das, was ich in guten 40 Arztjahren und Psychotherapeutenjahren gelernt habe, um Menschen ins Licht zu führen, diese Prozesse Renaming, Pre-Teaching und Nudging, Gaslighting, das sind alles Namen aus der Psychotherapie, die ja sinnvoll auch sind, um Menschen in ihr Licht zu begleiten. Die sind jetzt verwendet worden, um Menschen hinters Licht zu führen. Das hat mich doch erstaunt. Und so habe ich dann auch dieses Buch noch geschrieben. Das ist viel wichtiger als Peace Food, Mind Food. Aber trotzdem, die Menschen nehmen es gar nicht so, was mich auch wieder staunen lässt. Also es ist schon ein erfolgreiches Buch, aber nicht so ein Bestseller wie Peace Food war oder Krankheit als Symbol. Also habe mich auch bewegt, obwohl ich jetzt 72 bin, doch noch weiterzumachen. Bevor das losging, vor 3 Jahren, hatte ich so ein bisschen die Tendenz, lebte schon ganz in Zypern im Wesentlichen, und ja, es ruhiger angehen zu lassen. Aber das hat mich dann doch noch zu ein paar Büchern inspiriert. Also einfach mal so schauen, wie kann ich denn mit Mutter Naturs Mitteln gegen Infektionen mich oder vor denen mich schützen und so weiter. Also solche Bücher sind dann entstanden. Ja, ansonsten habe ich das immer sehr gern gemacht, was ich mache, und schreibe einfach sehr gern, bin auch glücklich und dankbar, dass ich immer noch gelesen werde, ist ja gar nicht so selbstverständlich nach guten 40 Jahren. Also, ja, und mache das auch noch weiter, mache auch Ausbildung, erreiche jetzt viel mehr Leute als früher durch den Online-Boom. Man muss ja sagen, also ich habe auch profitiert von diesen 3 letzten Jahren. Das hat so eine Online-Explosion gegeben und da erreiche ich inzwischen mit einer Ausbildung schon 2000 Menschen. Ansonsten habe ich immer mit meiner integralen Medizinausbildung immer knapp 100 erreicht im Jahr. Jetzt durch Unity, die die Online-Ausbildung machen, zum ganzheitlichen Gesundheitsberater, sind es so viel mehr geworden. Und es hat auch erfreuliche Nebeneffekte gehabt. Ich habe gar nicht mehr gedacht, dass ich Tamangar, das ist unser Zentrum in der Südsteiermark, dass ich die Schulden bezahlen kann. Aber durch diese ganze Online-Geschichte habe ich es tatsächlich geschafft, also fast. Und was mich dann auch freut, bin ja so eine Mischung aus Hamburg und Berlin, und da will man seine Schulden doch lieber bezahlen. Ja. So, Norddeutscher, nicht die österreichische Variante. So. Also die wurde mir auch schon geraten. Und bin halt so ein Wahlösterreicher, auch schon über 30 Jahre, aber lebe jetzt in Zypern und genieße es sehr. Arbeite aber immer noch in Tamanga, gibt da auch alle meine Seminare oder fast alle. Im Herbst und im Frühjahr gebe ich eins in Monte Grotto, der Garten, weil es so schönes Thermalwasser hat und wir da viel Delfin schwimmen und solche Dinge machen. Naja, das ist schon so kurz gesagt. Ja. Die ist in Krankheit, in so Büchern eben wie Schicksalsgesetz, Schattenprinzip, Lebensprinzipien. Also wie ich das jetzt so beobachten konnte für mich, also mein erstes Buch von dir, das war ja tatsächlich Krankheit als Symbol, natürlich dann noch diese ältere Ausgabe, weil man sich ja doch, sage ich mal, mit sich auch beschäftigt und mal dahinter kommen möchte, warum habe ich denn dies und das? Also ich habe immer schon so ein bisschen gespürt, ich sag mal, dass jetzt diese reine Schulmedizin, also jetzt natürlich nicht jetzt, wenn man was ganz, ganz Schlimmes hat, aber dass da vielleicht noch mehr dahinter steckt. Und ich habe jetzt neulich in dem Vortrag, den ich von dir gesehen habe, online war das auch eben gehört, dass du 84 Bücher geschrieben hast. Jetzt erstmal, bevor wir in die Themen einsteigen, schreibst du gerade schon an dem 85. Also das ist, ich habe gar nicht 84 gesagt, das ist ja auch nicht so einfach zu sagen. Ich sage immer 84, 84. Ach, 84, ich habe 84 verstanden. Ja, also
Sind ja auch einige mit anderen zusammen entstanden. Karls Weg ist mit Detlefsen zusammen entstanden. Das ist so meine Idee, die Krankheitsbilderdeutung. Aber dort hat er noch über die Hälfte geschrieben an dem Buch. Und so ist es bei einigen Büchern auch. Und von daher kann man es nicht so genau fassen. Aber ich schreibe auch jetzt an einem. Also eins habe ich auch gerade fertig geschrieben. Das heißt dann Konflikte und Krisen meistern. Und jetzt fange ich dann an zu schreiben, immer intensiver an einem Überlebensenergie. Sehr interessant. Also da können wir uns schon mal jetzt freuen. Da kommt auf jeden Fall noch was nach. Jetzt, ich bin sehr, sehr froh, dass du das Thema angesprochen hast mit, ich sag mal, erfundenen Krankheiten, dass jetzt da plötzlich Dinge, Diagnosen sozusagen auftauchen, um über spezielle, ich sag mal, Beschwerden, die man früher so eben, ja, wo man dann einfach mal Tacheles gesprochen hat und vielleicht einfach nur mal ehrlich zu einer Person war, die man dann relativ schnell, wenn man dann auch mal ehrlich zu sich ist, tatsächlich auch, ich denke mal, gut verarbeiten kann und da auch aus dieser Schlinge rauskommt. Und heute eben diese ganzen fancy neuen Begriffe, Krankheiten. Ich finde so eine Sache, die ich so beobachte, ich weiß gar nicht, ob es dafür jetzt schon so einen Begriff gibt, ist dieses ich sag mal, dieses Mental Load und die kognitive Ladung, die ja viele so haben durch diesen Informationsüberfluss, den wir ja auch so bekommen, durch diese Schnelllebigkeit, durch die Welt, die ja immer mehr, ich sag mal, pusht. Also du hast es ja schon gesagt, die Online-Welt, die ist natürlich schon auch positiv zu bewerten, wenn wir die für uns nutzen und wenn wir natürlich verantwortungsvoll damit umgehen und uns, ich sag mal, durch dieses Angebot, das dort herrscht, bilden, aber uns nicht so beeinflussen lassen. Kannst du mal so ein paar, jetzt in der Neuauflage von Krankheit als Symbol, kannst du mal so ein paar, ich sag mal, neuartige Diagnosen, neuartige Krankheiten, die einfach nur toll klingen. Kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen und was wir da dagegen vielleicht machen können? Ja, wir könnten es ganz schön sehen an dem Buch dieses deutschen Nervenarztes aus Frankfurt, Hoffmann. Der hat den Struwelpeter geschrieben und gezeichnet. Da sehen wir zum Beispiel Zappelphilipp drin. Das gab es schon immer. Das nennen wir heute ADHS, Attention Deficiency and Hyperactivity Syndrome. Das klingt natürlich dramatisch. Zappelphilipp hätte es auch getan. Oder den Hans Guck in die Luft hat er auch da drin. Den sind die Leute natürlich an jeder Ecke. Das sind diese Handy-Leute, die ja gar nicht mehr schauen, wohin sie gehen. Gibt es ja auch jede Menge Unfälle und so weiter. Auch weil sie im Auto natürlich telefonieren wollen und scheinbar müssen. Und die nehmen sich, glaube ich, einfach zu wichtig. Ja, der Hans Guck in die Luft, der achtet halt nicht mehr auf den normalen Weg, auf die normalen Dinge. Den haben wir heute überall. Ja, ich würde ja auf die Idee kommen im Auto, also wenn ich selbst fahre, zu telefonieren, ehrlich gesagt, so wichtig bin ich einfach nicht, dass man mich jeden Moment erreichen muss. Aber das sind so neumodische Syndrome. Auch die Anorexia nervosa, wie wir jetzt als Ärzte sagen, die Magersucht, ist ja natürlich im Suppenkasper schon drin. Und also ich meine, das Paulinchen mit dem Feuer noch nicht, aber das wird noch kommen. Der hat ja wirklich eine weise Voraussicht gehabt. Aber man sieht natürlich so ein bisschen daran, früher war das alles lautmalender und schreibender, ja, dass, wenn man Hildegard von Bingen liest, da gibt es 35 Süchte oder Laster, so nennt die alle Krankheitsbilder, ob körperlich, seelisch, sozial, spirituell, wäre ja auch wichtig, die sind alle unter den 35 Lastern und die sagen, oder Süchten. Und wenn man jetzt schaut, bis vor kurzem hatten wir natürlich auch die Tendenz, Sucht zu sagen. Also Gelbsucht sagen wir heute noch. Aber Hepatitis A, B, C und so weiter, das verschwindet jetzt. Weil Gelbsucht D, C sagt ja niemand. Oder Schwindsucht, hat mein Großvater noch gesagt, für die TBC. Würden wir heute nicht mehr tun. Noch eine Generation zurück, kommen aus einer Ärztefamilie, da haben die Bleichsucht gesagt für die Anämie. Fallsucht für die Epilepsie. Agitierte Psychose sagen wir heute. Ja, Tobsucht hat man früher gesagt. Da wusste man, was los ist. Und in vieler Hinsicht. Hildegard hat noch gesagt, die zwei schlimmsten Krankheitsbilder oder Süchte sind die Habsucht und die Eifersucht. Die haben wir heute aus der Medizin völlig ausgegliedert. Ja, zu welchem Facharzt würdest du gehen, Rena, wenn du jetzt meintest, an Eifersucht zu leiden?
Das wäre ja irgendwie. Wüsste ich jetzt auch keinen. Der würde vielleicht dann Beta-Blocker verschreiben oder irgendwie sowas. Oder Habsucht. Ich meine, Großteil unserer Probleme, die wir heute haben, liegt an der Habsucht. Und das ist ja auch nicht neu. Gandhi hat schon gesagt, wir haben längstens genug für alle, nur nicht für die Gier aller. Heute haben wir aber die Gier. Und die bringt natürlich in solche doch auch bedrohlichen Situationen wie die Eifersucht. Ich glaube, nicht so ruiniert Beziehungen so wie die Eifersucht. Wenn ich so auf diese gut 40 Jahre Beratung zurückschaue. Also, das dramatisiert sich alles so. Das hat natürlich auch noch mit der Medizinpolitik zu tun. Also, ist ja ein paar Jahre her, da wurde beschlossen, was logisch klingt, dass man die Ärzte entsprechend honorieren muss, wie schwer die Lungenentzündung ist, wie schwer die Bronchitis ist. Ja, wenn sie schwer ist, muss sie besser honoriert werden, die Behandlung, als wenn es eine leichte Bronchitis ist. Was mir völlig klar war, wovor ich auch damals schon gewarnt habe, ist, ab dem Moment gab es in Deutschland nur noch schwere Bronchitiden und schwere Entzündungen und so weiter, weil Ärzten geht, Ärzten vielleicht weniger, aber den Medizinern, und das ist ja das Gros, und vor allem den Medizinern geht es ja ganz wesentlich ums Geld. Ja, also, konnte man auch in den letzten 3 Jahren sehen. Ich habe da schon auch eine ganze Menge Kollegen erlebt. Da ist eine ziemliche Spaltung aufgetreten. Die anständigen, charakterfesten haben oft jetzt sozusagen betrügen müssen. Die haben oft diesen berühmten Satz zitiert, wenn Unrecht zum Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und da haben auch in den Impfstraßen Ärzte gesessen. Die haben auch diese Bicker gegeben, diese Aufkleber, wenn die Menschen das nicht wollten, also die Spritze. Ich habe zwei getroffen, zwei junge Kollegen, die haben sich ihr Geld in der Impfstraße verdient. Ganz stolz. Na ja, müsste er auch dafür sein, geimpft sein. Ja, sagt er. Eine. Wir haben uns gegenseitig geimpft. Stell dir vor uns. Beide Male knapp daneben. Also, da ist viel Schlimmes passiert in der Ärzteschaft. Da steht keiner dazu, da redet keiner drüber. Aber es haben sich ja relativ wenige dazu bekannt zu sagen, nein, das tue ich nicht. Ich habe mein ganzes Leben nach niemandem geimpft. Das will ich auch nicht tun, ehrlich gesagt. Dazu bin ich nicht Arzt geworden. Da reicht mir die Erkenntnis von Edward Jenner, dem Begründer der Impfung, der gesagt hat auf dem Totenbett, ich habe mit der Impfung den Menschen nicht ein Segen, sondern ein Monstrum hinterlassen. Hat er immerhin noch erkannt. So, also auf der anderen Seite haben natürlich viele ganz opportunistisch da mitgemacht und müssen jetzt eigentlich, wo die Ergebnisse rauskommen, ja irgendwie doch eigentlich schweren Kummer haben in ihrer Seele, weil da haben sie sich und ihrem Karma doch einiges eingebrockt. Naja, da ist es zu ziemlich viel Unschönem gekommen. Und auch so einer Grabenbildung. Da haben ja Ärzte andere Kollegen, habe gerade einen zu seinem 70-jährigen Kollegen bei der Feier erlebt, der ist angezeigt worden von so einer jungen, dummen Gans, die aber auch diesen Medizinertitel trägt. Der Jüngere. Also, das hat natürlich wirklich viel Unfrieden gemacht. Und insofern haben einige da immer Widerstand geleistet. Und die Dinge auch beim Namen genannt. Und andere haben das auch gerne mitgemacht. Also, was die ganze Stressgeschichte angeht, darauf läuft deine Frage hinaus. Hans Selye hat ja nicht, der war Österreicher und nicht so gut in Englisch, hat er echt zugegeben. Und er hat eigentlich das Wort Strain gemeint. Aber er hat Stress gesagt. Stress heißt ja einfach Betonung. Und dann hat er nachgebessert. Dann hat er von Eustress gesprochen, dem guten Stress, also der Herausforderung, die er noch fördert. Und Distress, diesen negativen Stress. Heute meinen wir eigentlich nur noch den Distress. Und von dem kriegen wir wirklich immer mehr. Und auf allen Ebenen. Also Schlafstörungen sind heute ein Riesenthema. Kopfschmerzen ein Riesenthema. Das sind so 80% Krankheiten, wo 80% der Deutschen das schon mal hatten. Und da gibt es so viele inzwischen. Wenn du heute keine Allergie hast und auch keine Unverträglichkeit im Nahrungsbereich, dann bist du die Minderheit. Wie ich Examen hatte, waren 8% der Deutschen Allergiker. Heute sind es deutlich über 40%. Also da hat sich viel getan. Ja, und dann gibt es halt natürlich eine Menge neuer Geschichten. Histamin, Unverträglichkeit. Das war eine Geschichte, die habe ich erst im Arbeiten gelernt. Das kannte ich vorher in diesem Sinne so gar nicht. Dieses Hyperaktivitätssyndrom. Das hat Eisenberger, ein amerikanischer Psychiater, erfunden. Und der hat auch ganz am Ende zugegeben in einem Interview, er hat jetzt nicht zu dem Attention Deficiency and Hyperactivity Syndrom das Mittel Ritalin erfunden, sondern es gab Ritalin. Und dazu hat er dieses Krankheitsbild erfunden. Aber er hat es gar nicht erfunden, weil eben der Dr. Hoffmann hat den Zappel-Philipp ja schon geschrieben gehabt.
Typischerweise darf man den Strudelpeter heute gar nicht mehr pädagogisch benutzen. Er ist obsolet, wie Ärzte sagen. Ach so. Das Buch kannst du gar nicht mehr kaufen. So viel Ehrlichkeit wollen die nicht. Ja, also es war ja in vieler Hinsicht so, dass wenn du sehr ehrlich warst, ärztlicherseits, ich meine, außer in Schweden ist ja die Pandemie nirgendwo so behandelt worden, wie wir es gelernt haben, in der Hygienevorlesung, in der Infektionslehre. Der Tegnell in Schweden hat es so gemacht. Auch nicht ganz korrekt, er hat auch in eine bestehende Epidemie hineinimpfen lassen. Das haben wir gelernt. Das hat sogar der Chef wieder vom Robert-Koch-Institut am Anfang, wie es auch keine Impfung gab, gesagt. Wer in eine Epidemie hineinimpft, eine laufende, der provoziert jede Menge Mutationen. So, da hat sich jetzt vieles getan, vieles verändert. Es gelten einfach die alten Regeln scheinbar nicht mehr. Ich meine, in vieler Hinsicht ist das so, wenn ich heute die Medikamente verschreiben würde, die ich im Pharmaexamen runtergebetet habe vor 40, über 40 Jahren, da würde ich mich ja strafbar machen. Ja, in vieler Hinsicht sind die Dinge irgendwie ins Abrutschen gekommen, würde ich das ja nennen. Und es ist auch verständlich, ja, wir machen eine Politik, eine Gesundheitspolitik für die Pharmakonzerne, keinesfalls für die Patientinnen, keinesfalls für die Ärzte. Wir haben einfach über 100.000 Medikamente in Deutschland. In Schweden haben die 2.000. Die 2.000 kannst du dir schon gar nicht merken. Aber 100.000 kann sich niemand merken. Rein zugunsten der Pharmaindustrie. Da euer deutscher Minister Seehofer, der war ja auch mal Gesundheitsminister, hat das offen zugegeben. Der wollte eine Positivliste machen, was man wirklich braucht. Er ist total gescheitert. So, da hat sich vieles auf allen möglichen Ebenen getan. Und über dieses Stressthema, das ist inzwischen so eine Aura-Diagnose geworden, wie früher die vegetative Dystonie. Ja, also alles kannst du heute auf Stress schieben. Und stimmt auch, dieser Distress ist fürchterlich. Ich habe ja auch mal Firmentrainings gemacht, eine kurze Zeit. Da lernst du direkt, dass die Arbeit so eingeteilt werden muss, dass die Leute nicht mehr fertig werden. Nur noch mit den Nerven, aber nicht mit der Arbeit. So. Und dann, wenn du nicht mehr fertig wirst, dann kannst du am Abend halt schlecht schlafen. Aber es ist auch gar nicht beabsichtigt, dass die schlecht schlafen. Die sollen ruhig noch weiter drüber nachdenken, über die Themen, die in der Firma anstehen. Und wenn du nicht fertig bist mit etwas, ja, das haben wir auch am Ende des Lebens übrigens, in der Analogie, wir sagen ja auch Lebensabend. Die Menschen werden heute auch mit dem Leben nicht mehr fertig. Ja, und auf dem Totenbett wird es ja dann ehrlich. Also alle Sterbeforscher dieser Welt sagen, es sind bis in indigene Gesellschaften hinein die gleichen Klagen. Die Menschen leiden darunter, dass sie mit ihrem Leben nicht fertig geworden sind, dass sie es nicht gewagt haben, dass sie die entscheidenden Punkte nicht angegangen haben. Also diesbezüglich sind wir insgesamt unter großen Stress geraten. Und man sieht es auch daran, inzwischen müssen ja oft beide Elternteile arbeiten, dann kommen die Kinder unter Stress natürlich. Und wir sind, was Kindergärten angeht und Rauchplätze und so, noch nicht mal auf dem Niveau der alten DDR zurück. Ja? Man sieht es auch, die Familienministerin, die wird immer zur Wahl ausgepackt, ist immer so eine junge, unbedarfte Politikerin, die darf dann schon reden, ne? und sagen, was sie alles vorhaben. Alle sind der gleichen Meinung. Nur gleich nach der Wahl, wenn sie dann noch 20 Millionen für irgendwas will, dann sagen alle, ja, ganz notwendig für die Kindergärten. Aber leider haben wir kein Geld dafür. Die müssen ja die Milliarden aufbringen für die Spielschulden unserer Bankster. Ja, die Bankster, das ist das, was man früher Banker genannt hat. Ich habe Gott sei Dank auch noch so einen alten Banker in der Schweiz. Da bin ich ja sehr froh. Also der macht das noch in dem alten Sinn. Aber die Neuen sind auf Basel II gepolt und machen erstaunliche Dinge, die man ja Bankstern auch zutrauen kann. Aber es ist in vieler Hinsicht so. Es ist nicht ein Phänomen unter den Medizinern. Mein Vater war ein Thyssen-Boss. So, der musste auch Leute entlassen ab und zu, wenn die Stahlindustrie schlecht beisammen war. Das hieß Sozialplan. Dann war der schlechter Stimmung, das konnte man merken in der Familie. Und dann musste er Leute entlassen und rausfinden, wer nicht gerade ein Kind gekriegt hat, wer kein Haus gebaut hat. Und er hat versucht, Leute zu entlassen, junge Leute, die schnell wieder was finden. Heute gilt das amerikanische System Hire and Fire. Zuerst werden die gefeuert, die lange Anwartschaften haben. Ältere Mitarbeiter, die schon mehr verdienen und so weiter, ohne Rücksicht auf Familie oder sowas, werden die rausgeschmissen. Und das machen die CEOs, wie wir heute sagen. Wir müssen ja oft nur die Worte übersetzen. CEO heißt Chief Executive Officer, also ein Chef-Exekutionsoffizier.
Die lassen halt viele über die Klinge springen. Das ist auch ihre Aufgabe im modernen Neokapitalismus. Ja, und das ist auch nicht eine neue Sache. Das verdanken mir Margaret Thatcher und Ronald Reagan. Ich glaube, auch denen ist es im Alter schwer angegangen, was sie da uns angerichtet haben. Sie haben beide den Ausweg ins große Vergessen gewählt, ins Alzheimer. Geschehen. Also insgesamt hat sich die Situation so verändert, dass nicht nur in der Medizin neue Dinge erfunden werden und Stresssyndrome dann immer wieder anders genannt werden. Ja, also ich meine, nimm mal nur die Energiesituation her, der ich mich gerade beschäftige. Also Depression hatten wir immer, gibt es 4 Millionen ungefähr in Deutschland. Aber Burnout ist etwas Neues, relativ Neues. Und es gibt noch Burnout dazu, die langweilen sich zu Tode. Also die haben einfach keinen Lebenssinn mehr. Aber es gibt natürlich auch CFS, das Chronic Fatigue Syndrom, habe ich im Studium auch nichts gehört davon. Chronisches Müdigkeitssyndrom. Jetzt haben wir natürlich in letzter Zeit noch dazugekommen Long-Covid und Post-Vac, das Nachimpfsyndrom. Inzwischen geben sie es ja doch zu, dass es noch nie irgendeine Impfung in Anführungszeichen gab, die so viel Nebenwirkungen produziert hat. Also ein amerikanischer Chef einer großen Lebensversicherung, der hat das nachgeforscht, warum es ihm zurzeit so schlecht geht. Der findet raus, die Firma gibt es seit 1776. Und es gab zu keiner Zeit eine höhere Sterblichkeit zwischen 18- und 60-Jährigen, nicht mal im Ersten und Zweiten Weltkrieg, wie nach der Impfung. Also da hat sich schon einiges getan. Und Long-Covid, aber Post-Vac, das sind ja natürlich ganz moderne Dinge. Ne? Da kann jeder nachvollziehen. Das ist in den letzten 3 Jahren in die Welt gekommen. Und wenn man genau hinschaut, kann man feststellen, dass auf allen möglichen Gebieten so viel Neues dazukommt. Oft wird schon gar nicht mehr benannt. Ein guter Freund von mir, der ist in Cremona, in Norditalien, ist der Neurologe, so Konsignat-Neurologe, kommt in vielen Krankenhäusern rum, kennt viele Kollegen, die entdecken heute, der geht auch auf die 60 zu, Biagio, die haben heute mit Krankheitsbildern im neurologischen Bereich zu tun, von denen haben sie nicht nur nichts gelernt, die kennen sie auch nicht. Die sind komplett neu. Also da können wir hinschauen, wo wir wollen. Ist die Situation angestrengt, muss man wirklich sagen. Und für viele auch schwierig. Ja, also ich meine. Ich habe in dem Zusammenhang mal eine Frage, also nicht in dem, aber weil du jetzt vorhin auch Ehrlichkeit angesprochen hast und ich sag mal, das ist jetzt, glaube ich, nicht wirklich ein Krankheitsbild, sondern ein Begriff, der mir jetzt in letzter Zeit sehr, sehr oft begegnet und wo ich so, ja, ein bisschen, ich sag mal, Unstimmigkeiten sehe, das ist das Wort Trauma. Also in letzter Zeit, da gibt es ja auch viele Publikationen dazu. Ich sehe natürlich auch in der Psychotherapie, dass dieses, ich sag mal, auch das innere Kind, also dass man, ja, Erfahrungen, Erlebnisse, die man früher hatte, dass man die heute nicht verarbeitet hat und dass daraus Unzulänglichkeiten und so weiter vielleicht in unserem Leben noch existieren. Was ich daran nicht so gut finde, also an dieser klassischen Psychotherapie, ist, dass man da Menschen für sehr, sehr lange Zeit wieder mit in die Vergangenheit nimmt und da das Ganze ewig durchkaut. Also das ist dann so, ja, von Therapiesitzung zu Therapiesitzung, wo ich, wie du jetzt vorhin schon gesagt hast, also früher hat man einfach gesagt, zum Beispiel, iss nicht so viel oder mach dies und das nicht so viel und sei einfach mal ehrlich zu dir selbst und rüttel dich da ein bisschen auf und das klappt dann schon. Und heute wird da ewig in so einem Gefühl, die Leute werden da so in dieses Alte zurückgeholt und ewig da durchgekaut und drin gelassen, wobei ich glaube und ich habe das auch so auch erlebt, dass man das, wenn man sich einmal wirklich mit sich selbst beschäftigt und reflektiert ist und auch wirklich mal auch ehrlich ist und Ehrlichkeit ist, glaube ich, eine Sache, wo viele ein Problem damit haben, tatsächlich sich einfach nur zu fragen, warum ist es denn, warum habe ich denn dies und das? Warum habe ich denn immer Kopfschmerzen? Also es muss ja nicht immer irgendwas Medizinisches sein. Das ist ja oft, diese chronischen Geschichten, glaube ich, resultieren ja vielleicht doch aus ja, schlechten Gewohnheiten zum Teil. Also wie stehst du zu diesem Trauma, zu diesem, überhaupt zu dem Wort oder zu diesem, ja, was man da irgendwie Leuten vielleicht auch
für längere Zeit an die Hand gibt? Und wie stehst du dazu, überhaupt in der Vergangenheit da so rumzuwühlen so lange? Also was sagst du da aus deiner Sicht dazu? Ja, das ist eine scheußliche Tendenz aus meiner Sicht. Also diese posttraumatische Störung kannst du natürlich bei jedem Menschen finden. Ja, wir haben alle schon mal Traumata erlebt. Ich habe selbst, ich wollte Analytiker werden, Psychoanalytiker. Ich habe über 200 Stunden gemacht und das Ergebnis war, meine Mutter ist schuld an allem Möglichen. Wobei meine Mutter, ehrlich gesagt, die war Sonderschullehrerin, die hat sich für ihre vier Kinder zerrissen und die hat ihr Bestes getan. Das war im Nachkriegs-Berlin nicht so ganz einfach. Ne? Da war die Stadt zertrümmert und ja, also ich habe auch Dinge, die mir nicht gepasst haben. Die hat mit Mühe Eiweiß rangeschafft, so Buglinge waren so Ekelheringe, geräucherte und so. Wir mussten das essen wegen Eiweiß. Das hat sie ja nicht richtig verstanden, obwohl es eine Arzttochter war. Und ich habe das immer nur widerwillig gegessen, Fleisch in meinem Leben. Und habe das auch oft dann verschwinden lassen und so weiter. Jetzt kannst du natürlich aus solchen Dingen was Großes machen, muss aber gar nicht. Also mir war irgendwie nach 200 Stunden das zu viel. Und dann habe ich das sozusagen im Widerstand abgebrochen. So heißt es in der Analyse, wenn du nicht 500 Stunden machst, ungefähr. Man kann auch wirklich sagen, das ist die Krankheit, die sie zu therapieren vorgibt. Andererseits muss man sagen, es gibt auch wunderbare Analytiker. Ja, also das hängt ja gar nicht so sehr von der Therapierichtung allein ab. Ich stehe überhaupt nicht auf die Verhaltenstherapie, aber Jens Korsen, der macht auch mit Verhaltenstherapie noch wunderbare Dinge. Das hängt schon sehr auch von dem jeweiligen dann ab. Ich meine, diese Modeerscheinung im Gesundheitsbereich sind sowieso so eine auffällige Geschichte. Um aus der Eigenverantwortung rauszukommen, ist manchen Menschen einfach nichts zu schade und auch nichts zu peinlich. Ja, also vor einiger Zeit, da waren die ganzen Ehepartner, die man loswerden musste, die waren borderline gestört. Ja, da gab es eine Inflation an Borderlinern. Oder Narzissten. Jetzt sind es Narzissten. Ja, jetzt ist der Narzissmus. Ja, also, jeder ist Narzisst. Aber bitte ehrlich gesagt, in der Gesellschaft, Rena, werden wir zu Narzissten getrimmt. Und ich meine, das führt natürlich dazu, dass Menschen sehr auf sich schauen. Das haben schon kleine Kinder sehr, sehr deutlich. Also klar, denn ja, wenn du jetzt Kinder alleine erziehen musst und dich früh getrennt hast, hast du natürlich schon so ein Thema damit. Das verstehe ich auch total. Dann braucht es Begründung, warum das notwendig war. Und dann entstehen natürlich auch aus meiner Sicht ab und zu mal sehr überzogene Diagnosen oder Begriffe aus diesem Bereich. Ja, also bipolar gestört. Wer ist denn von uns nicht bipolar gestört? Eine richtige bipolare Störung kann man sich anschauen in dem Film Mr. Jones. Da spielt Richard Gere das unglaublich gut. Oder in Silver Lining, da spielt Bradley Cooper das ausgesprochen gut. Also in Spielfilmtherapie, so ein Buch über Filme und Krankheiten, kann man das ganz gut nachlesen. Aber jeder, der mal übertrieben heiter ist und dann wieder übertrieben traurig, ist ja noch nicht bipolar gestört, aus meiner Sicht. Früher hat man dazu gesagt, manisch-depressives Irresein. Ja? Also ich meine, da wird es dann sehr deutlich, dass das Wort zu oft benutzt wird. Und der Narzissmus als Krankheit, das ist ja schon was Dramatisches. Und das gibt's natürlich auch, keine Frage. Aber wir sollten es nicht dauernd als Grund brauchen, um andere zu diskriminieren, mit denen man nicht fertig geworden ist. Das ist nämlich oft das Thema dahinter. Also, das ist eine Unsitte. In der Tiefe dieser Unsitte liegt der Unwille, sich eigenverantwortlich zu verhalten. Ja, so wie du gesagt hast, kann man sich immer auch fragen, wieso gerade ich gerade so? Ja, was bringt mir das? Was nimmt mir das ab? Das sind so die klassischen Fragen, die ich zur Krankheitsbilderdeutung stelle. Von Krankheitsweg über Krankheitssprache, Seele bis zu Frauenerkunde, bis Krankheitssymbol, ist eigentlich immer dasselbe Thema. Ja, wenn ich ein Problem habe, kann ich es immer auf jemand anderen die Schuhe schieben, dass der schuld ist. Das ist inzwischen ein Volkssport geworden. Ich könnte aber auch schauen, wo ist meine Resonanz zu diesem Thema? Denn ich bekomme ja die Symptome nur, zu denen ich Resonanz habe. Und dann finde ich raus, dass ich damit zu tun habe. Das ist natürlich nicht so angenehm. Aber nur das würde Entwicklung voranbringen. Solange ich auf andere projiziere, hat das überhaupt keine Chance, die eigene Entwicklung. Ja, da kann ich ewig rumrennen und sagen, meine Mutter ist schuld, meine Eltern sind schuld.
Also auch die das ist heute auch die Konzerne sind schuld. Nein, ich finde auch grässlich, was die Pharmakonzerne und die Nahrungskonzerne anrichten. Aber das können die doch nur tun, weil wir das Zeug kaufen und schlucken. Und das tue ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ich muss mich auch nicht über diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufregen. Ich halte es auch nicht für rechtlich, ehrlich gesagt. Ich sage ja auch manchmal öffentlich-unrechtlich. Aber ich muss das nicht anschauen. Ich habe seit 50 Jahren habe ich keinen Fernseher. Und ich schaue auch nicht Fernsehen. Was sollte mir das bringen, außer schlechte Stimmung? Also das mache ich doch nicht freiwillig. Aber ich schaue leidenschaftlich gern gute Filme an. Also Hollywood-Therapie als erstes Buch nach den Urprinzipien, Lebensprinzipien geordnet. Spielfilmtherapie sind ja Ausdruck davon. Ich habe mehr Filme empfohlen in meinem therapeutischen Leben als Kalmaka. Deutlich mehr. Die Nebenwirkungen sind viel, viel harmloser, meistens sogar positiv. Wenn man nicht nur immer die Hauptliebesgeschichte nimmt, die ist ja meistens banal, sondern einfach auch mal schaut, was habe ich denn eigentlich mit dem Bösewicht zu tun? Oder den Nebenrollen sozusagen. Dann können Filme ein unglaublich gutes, ja, Medikament fast werden. Medikamenten. Remedium, sagte man früher, zurück in die Mitte führen. Ja, also, wenn wir zurück in die Mitte wollen, raus aus dieser Überforderung, die wir heute haben, durch diesen ganzen Stress und eben Distress, wie Sally gesagt hätte, da war das gar nicht verkehrt. Medizin wollte früher in die Mitte, deswegen Medizin. Genau wie heute noch die Meditation. Aber die Medizin hat es völlig aus den Augen verloren. Ja, du kommst ja durch keins dieser Medikamente mehr in deine Mitte. Und das Remedium oder Remedy, bei den Bachblüten, Rescue Remedy, will zurück zur Mitte bringen. Also raus aus dem totalen Stress, der da gerade herrscht. Also diesbezüglich könnte man natürlich, wenn man auf die Sprache achtet, schon vieles hören. Und ich rate auch immer, sich den Mythos mal anzuschauen von Narziss. Ja, also verliebt sich jemand in sein eigenes Spiegelbild. Aber das ist heute auch ziemlich normal. Ja, wenn ich jetzt diese Szene anschaue, in der ich arbeite, das ist ja eine Berater-Coaching-Szene, eine spirituelle auch und komplementärmedizinische. Da war früher, und so bin ich auch erzogen, man das Statement, man hat einen Doktor, aber man erwähnt den nicht oder man schreibt den auch nicht. Ja, ich habe auch früher gar kein Bild von mir rausgerückt. Krankheit als Weg, gibt es ja kein Bild von mir. Aber mit der Zeit merkst du einfach, das, was heute Erfolg hat, ist es, so kann man es Übertriebene, die Selbstbeweihräucherung. Ja, die Amis, was loben die sich? Über den grünen Klee. Und ehrlich gesagt, das macht auch was mit dir. Ich habe so ein Semester in einem College verbracht, einem sehr noblen College in den USA. Da denkst du am Anfang, du wirst auf den Arm genommen. Ich finde alles toll, was du machst. Brilliant einfach. Mhm. Aber wenn du nach dem Semester zurückschaust und fragst dich, wie fühle ich mich eigentlich? Brilliant. Weil du kriegst es dauernd gesagt. Aha. In Deutschland wirst du dauernd kritisiert. Ja. Also, da gilt der schwäbische Grundsatz, nicht schumpfen ist genug gelobt. So bist du auch beieinander dann. Und ich habe heute eigentlich viel Verständnis dafür, dass die Nobelpreise fast alle an Menschen aus diesen Colleges und Elite-Universitäten gehen. In den USA. Das sind ja gar nicht meistens Amerikaner, sondern einfach Leute, die da hingegangen sind. So, also Overstatement ist heute sozusagen das, was bringt. Ja, so Influencer, wenn ich mir das anschaue. Ich meine, ich finde das auch manchmal wichtig. Ja, all die Frauen, die glauben, sie haben einen zu großen Po, rate ich immer, orientiere dich an J.Lo, Jennifer Lopez, die hat einen größeren als du. Und die bewegt ihn dramatisch und das finden alle schön. Das ist toll. Oder die andere, Kim Kardashian, die hat sich den extra aufmöbeln lassen, künstlich. Mhm. Weiß nicht, wo sie das Fett hergenommen haben, das Hirnwelle, vor allem das Fett. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wo die das hernehmen, ehrlich gesagt, medizinisch. Aber immerhin. Ich würde sie doch als Role Model, was sie ist, die ist Milliardärin geworden mit Influencing. Mhm. Ich habe mal versucht herauszufinden, nachdem mich jemand gefragt hat, was die eigentlich geleistet hat. Da habe ich gar nichts gefunden, außer in einem Pornofilm mitgespielt. Mhm. Und ansonsten eine Kamera zu Hause aufgestellt, da konntest du gucken, at home with the Kardashians oder so. Mhm. Also haben die gar nichts Besonderes aufgeführt, sondern nur ihr zu Hause gefilmt. So, also du kannst heute mit fast nichts oder zwei Peinlichkeiten, kannst du ein Riesenrad drehen. Das ist heute möglich. Ich bewundere sowas auch, muss ich sagen. Also Louis Vuitton, da bin ich echter Fan. Dass das möglich ist, dass du mit einem billigen Plastik in den Farben des Stuhlgangs schaffst, Taschen zu produzieren, die Frauen, die
das nötig haben, sage ich mal, ja, kaufen, das finde ich unglaublich. Also ich habe das mal erlebt, da habe ich bei einer Bergwanderwoche einer Frau ihren Rucksack abgenommen, weil ich sagte, das ist lebensgefährlich. Wir gehen ja ins Fels, in den Fels hinauf. Und die hatte so eine Art Netzsack, der baumelte so auf dem Rücken rum. Habe ihr den abgenommen und auf meinen Rucksack, das ist natürlich Bergsteiger-Rucksack, draufgebunden. Und oben beim Lagern habe ich ihn ihr dann so hingegeben. Habe ich gesagt, da hast du ein Klumpert. Das ist so ein österreichischer Ausdruck für nicht besonders gut. Mhm. Er war ohne Struktur innen drin ein furchtbares Teil. Und dann stellte sich witzigerweise raus, da habe ich das gelernt, der war von Louis Vuitton und war der teuerste. Das war teurer als all unsere tollen Rucksäcke, die fürs Hochgebirge gemacht waren. Also finde ich schon eindrucksvoll, wie du etwas so Minderwertiges so darstellen kannst, dass du Leuten, die, glaube ich, viel Geld haben, meistens weil ihre Männer das wohl verdient haben, glaube ich, wenn du es selbst verdienst, weiß ich gar nicht, ob du sowas kaufen würdest. Aber egal, ich finde es sehr eindrucksvoll, dass Leute das schaffen. Ja, also. Ja, es ist, ich glaube, es ist die Identität, die diese Marken verkaufen, dieses, wer möchtest du sein, das schöne Leben. Deshalb, also, man sieht ja auch in dieser ganzen Influencer-Welt, dass viele Menschen, ja, ich weiß gar nicht, ob sie Freude daran haben, weil sie sich ja auch ständig vergleichen mit diesen Menschen, aber da zuzuschauen, wie leben denn andere? Ach, die haben so ein schönes, tolles Leben, die haben alles. Ja, aber hinter die Fassade kann man ja gar nicht gucken, weil das sind ja alles diese schönen Bilder, so wie ich jetzt bei dir, also mich spricht jetzt absolut dein Hintergrundbild an, das ist hier ganz wunderbar und eigentlich dieses, ich sag mal, ich glaube, wir haben alle eine Intuition und diese neuen, ich sag mal, diese Influencer-Welt, weil in gewisser Maßen bist du ja auch ein Influencer, aber natürlich hast du eine andere Zielgruppe und eine andere Wirkung und versuchst ja etwas anderes zu influenzen sozusagen im Menschen. Du willst da etwas anderes herauskitzeln und so haben andere Leute ihre Agenda. Aber praktisch das Anti-Intuitive, sag ich mal, diese echten Influencer, die ja eigentlich nur als Marke dastehen und Dinge verkaufen, die vielleicht kein Mensch, beziehungsweise nicht vielleicht, die kein Mensch wirklich braucht, wie du sagst, Taschen, teure Taschen, die einfach nur Plastik sind und eine Menge Geld kosten und wirklich nichts bringen. Und wenn ich jetzt bei dir hinten in den Hintergrund gucke, diese wunderschöne Natur, dieses Intuitive, also ich war auch schon immer jemand, der sehr, sehr gerne in der Natur war. Das ist auch eine Sache, die ich mache, wenn ich mal gestresst bin, wenn ich mal zu viel zu tun habe und merke, ich brauche eine Pause. Also ich habe das für mich so übersetzt, dass wenn ich mal zu viel zu tun habe, brauche ich eine Pause, die nehme ich mir dann auch. Dann gehe ich sehr, sehr gerne in die Natur. Kannst du da noch mal etwas dazu sagen, also wie der Kontakt zur natürlichen Umgebung, wie der uns helfen kann oder was sollten wir denn tun? Welche Erfahrung hast du da gemacht? Also wie sollte man da rangehen? Wie kann man denn mehr Natur, wie kann man diesen Menschen irgendwie die Natur näher bringen? Ich denke mir immer, das wäre so erstrebenswert, wenn viele Leute mehr die Natur schätzen. Also ich habe, wenn ich das kurz erzählen darf, wir haben hier so ein tolles Waldstück, auch mit einem Wildschweingehege. Und ich gehe da sehr, sehr gerne hin. Also jetzt gar nicht wegen dem Wildschweingehege. Ich finde es immer eigentlich schade, dass die eingesperrt sind. Aber es ist halt jetzt einfach dort so. Und dann kam ein junges Mädchen auf dem Fahrrad, die war vielleicht so 8. Und da gab es gerade Frischlinge. Und die sehen ja so süß aus, die Kleinen. Und der Vater hinter ihr auf dem Fahrrad und das Mädchen so, oh Papa, guck mal, kleine Wildschweine. Und der Vater hat eigentlich, der ist dann weitergefahren und das Mädchen auch. Also die sind schon mal gar nicht stehen geblieben, was ich schon mal so irgendwie komisch fand, weil also sobald ich ein Vögelchen oder ein Schmetterling oder ein Eichhörnchen irgendwo sehe auf der Straße, bleibe ich stehen und beobachte es, weil es mir einfach gut tut. Und die sind einfach so, also das Mädchen wollte vielleicht stehen bleiben, aber der Papa hat gar nichts gesagt und ist einfach weiter und nur so, Also der hat es gar nicht so zur Kenntnis genommen, der hat es gar nicht für wertvoll erachtet. Wie kann man Menschen die Natur wieder näher bringen? Ja, du hast schon ein bisschen erwähnt, auch Influencer, das ist, kann man gar im Hintergrund. Also,
um die Badeteiche herum. Ja, das ist natürlich auch mein Anliegen, so unser Gäste- und Seminarzentrum, jemanden zu beeinflussen, sich mal Natur in dieser Form zu geben. Wir nennen das ja auch Lebensgarten. Wir sagen nicht umsonst Paradiesgarten. Jürgen Flieger hat mal ein Buch geschrieben, der Mann wächst im Garten, also meistens spät im Leben. Wir können Natur natürlich so in diesem Sinne, wie ein Heilungsbiotop, nenne ich es auch manchmal, schon für uns nutzbar machen. In Teichen schwimmen ja auch viele, aber dass sie auch sozusagen in organischen Formen unterwegs sind, so wie Steiner das immer gefordert hat, gar nicht so viel rechte Winkel, sondern mehr organisch gewachsene Formen, weil die Form ja auch den Inhalt sehr prägt. Tamagar ist sehr zwischen zwei Waldstücke gebaut, mit sehr kleinen Zimmern, die wir Klausen nennen, aber alles aus bestem Holz, rechtzeitig zur richtigen Zeit geerntet, mit Lärchenholz, mit Lehmputz, mit Netzfreischaltern. Da geht am Abend, wenn das letzte Licht ausgeht, der Strom total weg. Da musst du mit dem Kabel deinen Laptop anschließen, weil wir diesen ganzen Strahlensalat da draußen vorhalten. Und ja, das erleben viele Menschen dann auch, wenn sie da 3 Tage mal um 10 Uhr ins Bett gegangen sind, merken sie, was die Alten damit meinten, wenn sie sagten, der Schlaf vor Mitternacht zählt doppelt. Das ist tatsächlich so. Oder Schönheitsschlaf, sagte meine Oma noch, und das versucht die Schwestern dazu zu animieren. Also wir können ja dann diese Erfahrung auch machen. Du hast es auch geschildert, du gehst in die Natur, wenn es gerade nicht so rund läuft. Und du Erholung brauchst, Regeneration. Also wenn eine Woche in Tamangar warst und diese, nennen wir dann auch Tamangar Naturkur gemacht hast, eine Hängematte mal zwischen alten starken Buchen geschwungen bist, ins große Grün, Hildegard von Bingen nannte das dann Viriditas, ins große Grün geschaut hast. Wir können es heute auch wunderbar verbinden mit modernen Dingen. Wir haben sicher den modernsten Brainlight-Raum, ja, vielleicht sogar weltweit, wo du einfach Dinge zusammenbringst. Also es gibt heute Massagesessel, die dich massieren können, als hätten sie 20 Hände. Und die kannst du mit einer koordinieren, die Massageübung mit einer geführten Meditation, zu der wir dann extra Musik komponieren lassen und dann entsprechend binaurale Töne auf die Kopfhörer spielen, dass die Gehirnwellen synchronisiert sind und so im Sinne wie soll man sagen, Brain Light ist schon eine Mind Machine, wo man auch die Augen dann noch mit Licht beeinflusst, dass sie auch wieder Hirnwellensynchronizität schaffen und so weiter. Du kannst heute viele Dinge machen im positiven Sinne, indem du Natur und Kultur zusammenbringst und auch die Hightech-Kultur. Also, wir hätten heute unglaubliche Chancen diesbezüglich. Und natürlich sind am schönsten die Naturtöne, die du in der Natur hörst, die echten Vogelstimmen. Aber wir nutzen die heute natürlich auch schon auf technische Weise und so weiter. Ich meine, bei diesen Riesenstädten, die entstehen, 20 Millionen Moskau oder 40 Millionen Tokio oder so, da ist Natur natürlich für die große Mehrheit gar nicht mehr erreichbar. Aber wir haben es noch, diese Möglichkeit, ich würde es auch immer nutzen. Und so ein Schwerpunkt von Tamanga ist es eigentlich. Natur genießen. Mal raus aus diesem Geschwindigkeitsrausch, aus dieser Hektik, aus dieser Überforderung. So tatsächlich in der Meditation ja sogar in die Unterforderung. Ja, also es geschieht ja nicht viel in der Meditation. Ob du jetzt ein Mantra dauernd im Geist bewegst oder den Atem beobachtest bei Sazen oder Vipassana, einmal mit sogar geschlossenen Augen bei Vipassana, oder mit offenen Augen, um nicht ins Träumen zu kommen. All diese Meditationen sind sehr, sehr einfach. Und das Ziel ist ja, den Geist mit so einfachen Dingen so zu beschäftigen, dass er eben transzendiert, also in die Leere kommt. Weil das so ein wundervolles Gefühl wäre, eben von Befreiung, von Erleuchtung und so weiter. Wir haben das nur noch im Negativen. Die Lehrerin sagt schon dann, du bist aber keine Leuchte. Okay, der ist also keine Leuchte. Aber es muss ja andere Leuchten geben, sonst macht es ja gar keinen Sinn, zu sagen, du bist aber keine Leuchte. Also in uns ist ja dieses Leuchten, das sagen auch alle Traditionen. Nicht nur der Buddhismus, auch das Christentum sagt, der Himmelreich Gottes liegt in dir, sagt Christus. Also
Da muss ja Licht sein von der Erleuchtung. Nur, wir haben es einfach zugekleistert. Und bei der Zwiebel, die ganzen Schalen, wenn man sich vorstellt, wenn die alle verdreckt sind, dann kann der Kern der Zwiebel sozusagen nicht mehr so nach außen scheinen. Und wir versuchen in Damanga, die zu putzen. Fasten ist so eine Möglichkeit. Und eine gesunde Ernährung, Peace Food, ist eine Gelegenheit. Wenn man denkt, über 90% der Schadstoffe, der Gifte, die wir zu uns nehmen, kommen laut einer Studie des Bundes in der Schweiz, also der Regierung, kein Pharmaka. Über 90% kommen aus dem Tierprotein. Haben sie zweimal gemacht, einmal was 93, einmal 92%. Ein intelligenter Mensch isst sowas nicht, wo 93% der Gifte drin sind, aus meiner Sicht. Und merke ich aber, eine große Mehrheit isst es trotzdem. Da kommt die Besinnung erst am Ende des Lebens. Ja, ich habe schon oft Raucher erlebt, die sagen, ja, aber Hauptsache, ich genieße das jetzt. Von irgendwas muss man ja sterben. Aber wenn wir dann am Bett gestanden sind und überlegt haben, wo amputieren wir jetzt? Oberhalb oder unterhalb des Knöchels? Dann ist jeder Raucher so groß mit Hut. Einmal habe ich einen mit Raucher, nicht mit Raucherbein, habe ich oft erlebt, aber mit Raucherpenis. Das war ein Gejammer und ein furchtbarer Gestank, wie sein bestes Stück von der Spitze weg gefault ist. Da war nichts mehr, es hat mir geschmeckt und es war es wert und so weiter. Ja, so groß mit Hut. Also die meisten Menschen glauben eben nicht, dass sie dran kommen könnten. Dabei kriegt etwas über die Hälfte kriegt Krebs in unseren Ländern. Also wir könnten schon realistisch mal ein Cholesterinsymbol nachschlagen und schauen, wenn ich denn schon ein, zwei, drei Leute in der Familie habe, die das schon hatten, dann ist die Chance nämlich größer als 50%. Könnte ich ja auch mal nachschauen. Wenn du jetzt aufhörst, Tierprotein zu essen, sinkt die Wahrscheinlichkeit auf den zweitglücklichsten Krebs, Dickdarmkrebs, Kolonkarzinom, Rektumkrebs, um 90% nach Klaus Leitzmann, Professor Ehemanns in Gießen. Die Wahrscheinlichkeit auf den tödlichsten Krebs bei Frauen, Brustkrebs, um 50%. Da gibt es nichts anderes, was das so reduziert, das Risiko. Und es gibt praktisch keinen Krebs, der nicht viel geringer wird in der Wahrscheinlichkeit, wenn man sich pflanzlich ernähren würde. Trotzdem tut es nur eine Minderheit. Ich meine, es ist ja doch Jammern auf höchstem Niveau, Peace Food, die ganze Peace Food-Reihe sind Bestseller. Aber insgesamt sind die Zuwachsraten bei McDonald's und Burger King immer noch größer. Also ein Großteil der Menschen glaubt nicht, dass es sie mal erwischt. Und wenn sie es dann merken auf dem Totenbett, dann sind sie eh reuig. Ja, das ist ja ein Heulen und Zähneklappern, ein Elend auf dem Totenbett. Und alle Sterbeforscher, die sich wie Kübler-Ross oder Raimund Moody um dieses Thema gekümmert haben, finden ja dasselbe. Ja, die Leute sind zerknirscht, bedauern ihr Leben nicht gewagt zu haben, das ist die Hauptklage, sich nicht getraut zu haben. Und die zweithäufigste Klage ist im Westen, also die häufigste ist auch bei indigenen Gesellschaften doch, das nicht gelebte Leben. Aber die zweithäufigste ist nur in Industrienationen. Der Mangel an Disziplin, das zu tun, was man eigentlich durchschaut hat, was man tun müsste. Es gibt heute keinen Raucher und keinen Fleischesser, die nicht wissen, wie schädlich das ist. Das kann es kaum geben. Ja. Aber sie ignorieren es. So, naja, das ist dann meine Aufgabe, es trotzdem so auszudrücken, manchmal auch krass zugegebenermaßen, wenn man es doch sehen und dann auch glauben. Und dann früher Weichen stellen. Wir können ja vorbeugen, nicht mit der Schulmedizin. Die Schulmedizin macht nur Früherkennung. Ich meine, die ist besser als Späterkennung. Aber Früherkennung ist auf die Vergangenheit gerichtet und die ganze Schulmedizin. Die versuchen, das Elend möglichst früh zu erwischen. Das ist Früherkennung, besser als Späterkennung. Aber Vorbeugung wäre, ich verhalte mich so, dass ich gar nicht erst krank wäre. Auch Prävention, Prophylaxe und Vorsorge meinen genau das. Das heißt, die Schulmedizin kann das alles nicht. Wenn die von Vorsorge sprechen, ist es Etikettenschwindel. Das wissen die auch, die Mediziner. Aber egal, sie machen, das ist auch eine Schande für den Berufsstand, im Wesentlichen heute Angst. Ja, ohne Angstmache würden die ja kaum jemanden zu diesen sogenannten Vorsorgeuntersuchungen kriegen. Die hätten auch die Impfung ohne Angstmache ja nicht durchgesetzt, deswegen haben sie ja so viel Angst geschürt. Ja, wegen dem Eierlikör und den Currywürsten, die peinlicherweise in Deutschland dann gegeben wurden, als Beigabe zu dem Genserum. Deswegen haben die meistens, glaube ich, nicht gemacht, sondern die hatten Angst. Ja, also Angst schüren, das ist natürlich die katholische Kirche lange erfolgreich erprobt, macht die Menschen gefügig. Die funktionieren dann so, wie man will. Und das machen die Mediziner leider auch. Das ist eine Schande. Eigentlich sind wir dafür da,
Ängste zu mindern, zu mildern, Menschen die Angst zu nehmen. Darin sehe ich meine Aufgabe. Das ist auch der Grund, warum ich dann aufgehört habe, wie Millionen geimpft waren, darüber noch groß zu reden. Dann mache ich ja nur noch denen, die drauf reingefallen sind, Angst. Das kann aber nicht meine Aufgabe sein. Heute muss ich für die was tun. Und das ist schwer genug. Also diesbezüglich sind wir ja nicht in einer super Situation. Aber klar, auch Gesundheit braucht heute Influencer. Wie du gesagt hast am Anfang im Endeffekt. Absolut. Ich muss das irgendwie attraktiv darstellen. So, Menschen wollen verführt werden. Die wollen auch geführt werden. Aber im positiven Sinne verführt werden. Das wollen auch die meisten. Und nicht nur partnerschaftlich natürlich, sondern insgesamt. Sonst würden sich die ganze Werbung nicht gefallen lassen. Zwischen Filmen und so. Wir haben noch nie einen Film angeschaut mit Werbung. Das braucht es auch gar nicht. Du kannst den aufnehmen und dann drüber spulen. Weiterspulen. Genau. Also, aber die meisten machen es gar nicht. Sonst würde die Werbeindustrie nicht so viel Geld ausgeben dafür. Ja, vor allem kann man dann ja den Film auch angucken, wann man es möchte und nicht zu dem Zeitpunkt, der einem so vorgesetzt wird. Ne? Das schätze ich so an dem Aufnehmen sozusagen oder an YouTube auch, dass man sich wirklich aussucht, was man anschaut, welchen Inhalt. Nicht der, der einem vorgesetzt wird. Das ist ja auch ein Vorteil der neuen Entwicklung. Also es gibt ja durchaus auch Fortschritte. Ja, ich mache heute gern diese ganzen Online-Geschichten. Weil da können das auch Mütter machen, weil sie können ja ihre Kinder währenddessen beaufsichtigen. Sogar, also eine hat mir geschrieben, mit ihnen spielen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig mit der Aufmerksamkeit, denke ich. Aber egal, du kannst das machen, wann du willst. Ja? Und du musst auch gar nicht das machen, was ich da vorschlage. Ja? Wenn ich sage, jetzt ist Tai Chi, dann ist halt im Live-Kurs und dann man gar Tai Chi. Und zwar ohne Alternative oder nicht mitmachen darfst du immer. Aber jetzt bei Online, wenn ich sage Tai Chi und du hast lieber Yoga, machst du Yoga. Und dann kannst du auch 5 verschiedene Sorten von Yoga machen. Und zwar genau, wann du willst. Also, was die Selbstbestimmung angeht, sind wir sehr viel kompetenter geworden durch viele dieser Dinge, die wir eigentlich auch nur durch Stress akzeptiert haben. Wenn du mit den Spielregeln des Lebens umgehen kannst, den Schicksalsgesetzen, dann schaust du ja auch gleich immer, was ist denn der Vorteil von diesem Riesennachteil? Ja, und du findest dann immer auch von den Vorteilen die Nachteile, gar keine Frage. Also das ist klar, wenn ich Peace Food als Titel wähle, weiß ich, als Autor von Schattenprinzip, da muss es einen Schatten geben. Und den habe ich mir gar nicht, deswegen war es auch ein richtiger Schatten, so vorstellen können. Ich dachte, es werden die Fanatiker sein, die dann so vegan sind, dass sie eigentlich andere hindern, so zu werden, weil man sagt, um Gottes Willen, so will ich nicht werden wie die. Aber in Wirklichkeit sind es die kaputten Beziehungen. Gehen einfach an Peace Food viele Beziehungen zu Bruch, weil einer anfängt damit, immer mehr sensibilisiert und dann der andere nicht mehr riechen kann nach ein paar Jahren. Und dann bleiben auch Kinder auf der Strecke und so. Es hat natürlich alles einen Schatten. Und es hat allerdings alles auch eine Lichtseite. Ja, also das ist so, jetzt wird viel über diese KI da, künstliche Intelligenz geschimpft. Aber es hat natürlich auch immense Vorteile, sonst würde das nicht so einen Wirbel machen jetzt. Ne? Ja, es hat auch immer, birgt auch immer alles Potenzial, genauso wie ja die, wie du schon vorhin gesagt hast, diese Online-Welt, ne, die ja auch deine Bekanntheit, also glaube ich, noch weiter in die Höhe gehoben hat. Was mir vorhin noch eingefallen ist, Rüdiger, da möchte ich gerne noch was dazu wissen zum Thema Food. Und zwar habe ich neulich jetzt einen Podcast gesehen, da war ein Zukunftsforscher zu Gast. Und da ging es natürlich auch um Ernährung. Und dieser Zukunftsforscher sagte, dass er herausgefunden hätte, beziehungsweise dass er das zu 80% prognostiziert, dass wir in relativ bald schon in 5 bis 8 Jahren, glaube ich, hat er gesagt, dass tierische Proteine, beziehungsweise überhaupt Fleisch, Milch, diese ganzen Dinge, dass die also nicht mehr vom Tier selbst kommen werden, sondern dass die, ich weiß jetzt gar nicht, ob er gesagt hat, pflanzlich oder dass das eben künstlich vielleicht sogar hergestellt wird. Wie siehst du das, diese Entwicklung? Also ich glaube auch, dass wir dorthin kommen werden. Wie schnell, kann ich natürlich nicht wissen, aber je schneller, desto besser. Jetzt ist meine Frage, inwieweit ist denn jetzt da, also es gibt ja dann das
den natürlichen, pflanzlichen Lebensmitteln, sage ich mal, wie jetzt, wenn man sich einfach einen Salat macht oder Obst und Gemüse aufschneidet. Und dann wird es dann wieder Produkte geben, die etwas nachahmen, wie jetzt zum Beispiel Milch, Fleisch, Käse und so weiter, die ja aus, ich weiß gar nicht, ob man dann da was verändert. Wie siehst du das, diese Entwicklung? Und was glaubst du, ist das überhaupt der richtige Weg, das so zu gestalten? Also erstmal zeitlich würde ich mich da auch nicht festlegen. Ich habe mich da meistens verschätzt, es geht viel schneller, als man denkt. Und ja, in Deutschland gibt es ja schon die Initiative vom Umweltminister, dass sie Fleisch verteuern wollen und so. Da gibt es ja ein Erfolgsmodell vor über 100 Jahren. Einen großen Arzt, Michael Hindhede hieß der in Dänemark, der hat in einer einer drohenden Hungersnot 1917 die dänische Regierung dazu gebracht, mit Nudging sozusagen, das den Leuten leicht zu machen, sich pflanzlich, vollwertig war damals automatisch, zu ernähren. Man hat einfach diese ganzen natürlichen, pflanzlichen Produkte viel günstiger gemacht, von den Steuern her, und das Tierprotein sehr verteuert. Und insofern hat Dänemark dann die Hungersnot gar nicht erlebt und erlitten. Und ein Jahr später, 1918, wie die spanische Grippe war, gab es in Dänemark nicht mal erhöhte Sterblichkeit. Das einzige Land in Europa, wahrscheinlich auf der Welt, weil die Leute pflanzlich vollwertig gegessen haben. Heute wäre es ein Riesenvorteil in ökologischer Hinsicht. Deswegen macht es, glaube ich, der Umweltminister auch in Deutschland. Erntet natürlich einen riesigen Proteststurm, weil Leute wollen sich ja nicht verändern, schon gar nicht in Deutschland. Da ist ja das Mantra, hoffentlich geschieht nichts. Ja, also es ist ja das grässlichste Mantra, was ich mir vorstellen kann. Und führt natürlich auch dazu, dass die Leute lieber das bekannte Elend haben als eine neue Chance. Das gibt's kaum irgendwo so krass wie in Deutschland, aber es gibt auch kaum irgendwie so ein abstoßendes Mantra. Ja, in Österreich haben wir passt schon. Passt schon ist viel besser. Das ist eine viel positivere Stimmung, die du ja auch auf Schritt und Tritt in Österreich erlebst. Die beiden Länder erlebe ich in beiden ungefähr gleich lang. Kann ich das auch bestätigen? Also, kommen wird es, weil die Nachteile von Tierproteinen sind ökologisch, humanitär, tierethisch und gesundheitlich vor allem extrem. Jetzt, wenn du aus dem Nacken von Stieren das Rind gewinnst, ja, indem du einfach die Zellen weiterzüchtest, das wird kommen, dieses künstliche Fleisch, ganz sicher. Da setzt auch Bill Gates drauf, und wo der drauf setzt, gehen Milliarden hin. Und dadurch setzt sich das dann auch durch. Also, das hat die gleichen gesundheitlichen Nachteile wie das tierische Protein natürlich. Es ist trotzdem ein Segen für die Umwelt, für die Tiere und natürlich letztlich auch für die humanitäre Katastrophe des Hungers. Also, das ist bald soweit. Das schmeckt noch entsetzlich schlecht. Das ist der einzige Grund. Machen können die das schon. Aber Menschen, denen du Heuschrecken und Milben und was alles inzwischen ja füttern darfst, ohne dass sie es deklariert sehen, ja, das wird ihnen einfach untergeschmuggelt. Also in einem Land, wo das möglich ist, wird natürlich sich dieses Fleisch auch durchsetzen. Das kommt sicher. Die pflanzlichen Ersatzprodukte würde ich da viel positiver sehen. Die gibt es ja auch schon. Ja, Beyond Meat und solche Sachen. Und ich persönlich habe nie Fleisch gemocht, deswegen mag ich auch den Ersatz nicht. Also finde ich ja grässlich, den Gedanken, vegane Leberwurst. Ich fand schon das Original grauenhaft. Warum sollte ich das vegan essen? Aber mein Assistent, der Uwe, der hat bis vor kurzem auch noch Fleisch gegessen, vor ein paar Jahren. Und der sagt, ja, schmeckt genau wie Leberwurst. Dann freue ich mich doch darüber, weil das vielen, vor allem weiblichen Veganerinnen, helfen wird, ihre Männer mitzunehmen auf diesen Weg. Wenn du dich nicht scheiden willst, wäre das gut. Oder sie auch mitzunehmen. Naja, das wird auch kommen. Ich brauche nicht unbedingt was Weißes zum Trinken, weil ich mochte nie Milch. Also seit Kindheit mochte ich keine Milch. Warum soll ich jetzt unbedingt darauf bestehen, dass das weiß sein muss, was ich trinke? Ja, ich kann genauso einen Fruchtsaft trinken. Einen echten, den ich gepresst habe aus Obst, was ich gepflückt habe. Nicht irgend so ein Industriezeug aus irgendwelchem Fruchtmarkt, wo ich nicht weiß, aus welcher Fabrik das jetzt kommt. Ich meine, inzwischen gibt es natürlich durch die Industrie einen unglaublichen Haufen veganen Sondermüll, den die auch loswerden offensichtlich. Also das wäre für mich auch keine Lösung, aber es wäre insgesamt, glaube ich, die bessere. Weil Tierprotein ist einfach gnadenlos krankmachend. Da haben wir jetzt so viele Studien. Und ja, das wäre natürlich ein Segen, wenn wir das ändern könnten.
Da wäre ich sehr dafür. Also Und lieber früher als später. alles das ist besser als nichts. Ja. Also weitermachen wie jetzt. Aber ich persönlich würde so ein Kunstfleisch nie essen wollen. Ich brauche einfach kein Fleisch. Und ich brauche auch nichts Weißes zum Trinken. Nur weil Milch auch weiß ist. Ja. Ja, das finde ich ganz unsinnig, den Gedanken. Aber ich mag überhaupt keinen Ersatz. Ich arbeite nur widerwillig mit diesem Gates-System, weil meine Verlage das brauchen. Das ist eine reine Kopie von Apple. Ich mag lieber die Originale als die Kopie. In jeder Hinsicht, auch bei Menschen ist das so für mich. Ja, also ich fand, konnte Elvis noch was abgewinnen. Diesen ganzen Imitatoren von Elvis, da würde ich nie hingehen, ehrlich gesagt. Und das ist in vieler Hinsicht so. Also ich stehe aufs Original. Und wir werden auch alle als Originale geboren. Dass so viele als Abziehbilder sterben dann, das halte ich schon für eine Verirrung. Also ich würde versuchen, allen zu raten, Originale zu bleiben. Und versuche das selbst auch. Das ist die bessere Strategie. Aber da das ja Industrie, ich meine, wir leben im Einflussbereich der Welt, Geldreligion, da bestimmt das Geld. Und deswegen fürchte ich, dass das Industriefleisch, das künstliche Fleisch, den pflanzlichen Ersatz sogar überrunden wird, weil da Industriegeld zu verdienen ist. Ja, diese Lebensmittelkonzerne, wie sie auch immer heißen, die können einfach nicht regional und saisonal produzieren. Produzieren immer einen plastifizierten Müll. Und da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber man kann es natürlich auch übertreiben. In der Schweiz wird alles einplastifiziert. Die sind so umweltbewusst, die Schweizer. Aber du kriegst kaum irgendeinen Salat zu kaufen, der nicht in Plastik steckt. Weil er haltbarer ist und so weiter. Naja, also wir könnten vieles verbessern. Und bevor wir aber gar nichts zusammenbringen, würde ich sagen, wir müssen halt diesen Weg der Industrie gehen. Ich werde es nicht essen. Das bin ich mir ganz sicher. Ich werde es mal kosten. Das tue ich mit allem. Aber ich werde es nicht essen wollen. Und es wird bestimmt geschmacklich wie das Fleisch schmecken, aber das ist meine Befürchtung, weswegen ich es nicht essen werde. Ich mag auch den, also ja, so ein Burger aus Erbsenprotein habe ich schon nichts dagegen, aber ich bräuchte keinen Burger. Und wenn es dann mit Gewürzen versuchen, so hinzutrimmen, dass es wirklich schmeckt wie ein Burger, dann mag ich es ja schon gar nicht mehr. Aber gut, da bin ich sicher ein Sonderfall. Also ich habe schon, nachdem ich den Film Bambi gesehen habe, keine Lust mehr gehabt auf Fleisch. Und das ist so lange her, dass ich jetzt auch wirklich nicht das mir umgestellt bekommen. Boah, gar nicht will, ehrlich gesagt. Also Rüdiger, ich halte jetzt noch mal fest, wir brauchen keine Imitate. Unsere Natur, die hat so viele Schätze und sei es jetzt in der Ernährung oder auch, wie man sehen kann bei dir im Hintergrund, Tamanga. Also unsere Natur birgt ganz viele Schätze und somit sind wir jetzt auch beim Ende dieses Podcasts. Ich habe aber immer noch mal eine letzte Frage an meine Gäste und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du mir da sagen wirst zu dieser Frage. Und zwar, was ist denn der wahre Schatz des Lebens? Ich sage immer, der Schatten ist der Schatz, weil da kannst du, wenn du den hebst, kannst du an deine verborgenen Reserven der Energie und auch an dein Potenzial ausschöpfen. Ja, wir lernen am ehesten über Symptome und Probleme uns kennen und kommen damit auch in unsere Kraft. Toll. Ja, prima. War natürlich, also ich muss sagen, ich mache mir immer so vorher schon mal so Gedanken, was könnte der Gast oder was könnte die Person antworten. Und das spiegelt sich ja jetzt natürlich alles in deinen Büchern, in deinem Influencertum, sage ich jetzt mal auch. Da gibt es ja auch Bücher von dir drüber. Deshalb, ja, eine wunderbare Antwort, Ich hätte lieber es auch anders Rüdiger. beantworten können, jetzt persönlich. Ne? Also mein wahrer Schatz hat einen weiblichen Vornamen. Oh. Aber, ja, glaube ich, muss man heute auch aufpassen. Sozusagen ist es ja gar nicht richtig gegendert. Ah nee, das, ich glaube, da stehen wir, glaube ich, drüber. Rüdiger, es war ein wirklich wunderbares Gespräch. Ich bin mir ganz sicher, dass hier unsere Zuhörer, Zuseher, dass die hier ganz viel mitnehmen konnten. Und es war wirklich sehr inspirierend. Und ich danke dir viel, viel, vielmals für deine Zeit und die Einsicht und ja, deine Reife, deine Weisheit, also wirklich ganz toll. Und vielen Dank, dass du mit deiner Arbeit ja, so viel beeinflusst und
einer der, ich sag mal, einer der guten Influencer bist. Vielen Dank. Ja. Ja, wie gesagt, also ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen. Kommentiert sehr, sehr gerne, also sehr fleißig auch. Ich werde natürlich von Rüdiger noch einige Seiten und so weiter verlinken für euch. Aber ich glaube, wenn ihr Rüdiger Dahlke googelt, da kommen ganz, ganz viele Ergebnisse und ganz, ganz viel Erleuchtung und Erfüllung auf euch zu. Deshalb, ja, freue ich mich wirklich sehr, dass ihr heute da wart, zugehört habt und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss, Rüdiger. Bis dann. Danke auch.